Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harry Potter und der Orden des Phönix, den ich jetzt hoffentlich bald auch irgendwann mal storymäßig vorantreiben kann. Sekunde, ich muss ganz kurz auf die Karte des Rücktreibers. Und zwar gerne auf diese Seite. Severus Snape, wundervoll. Ich habe nämlich jetzt endlich, finally, nach 20 Parts, die ich jetzt schon mit dieser Aufgabe zu tun habe, herausgefunden, wie ich dieses Buch finde. Und vor allem, wo ich es finde. Also wie, war ja klar, irgendwo in der Bibliothek. Da sollte ich jetzt übrigens auch dann vielleicht mal meinen Wegpunkt setzen, damit ich die auch finde. Da. Bibliothek. Zack. So, dankeschön. Genau. Ich habe mir das ein oder andere Let's Play von anderen YouTubern auch nochmal angeschaut, um einfach auch wirklich herauszufinden, wie und wo geht's weiter. Beziehungsweise, macht das Sinn? Mit den Treppen hier so? Irgendwie? Nee, egal. Um herauszufinden, was mache ich falsch, was muss ich tun? Hm? Beim letzten Mal habe ich ja schon festgestellt, dass das große Problem war, dass ich die Aufgaben nicht angenommen hatte. Beziehungsweise, ich hatte sie angenommen, aber der hat das irgendwie einfach nicht gespeichert. Deshalb konnte ich die Aufgaben nicht lösen, weil ich sie halt einfach noch einmal bei den jeweiligen Personen annehmen musste. Jetzt weiß ich, ich habe sie angenommen, weil Snape leuchtet rot auf der Karte. Bedeutet also, ich habe eine offene Aufgabe bei ihm. Wissensdurst. Ein gesunder Geist ist ein wacher Geist. Amen, danke. Und bedeutet auch, dass ich jetzt dann eigentlich in der Bibliothek das Buch finden müsste. Was ich sehr stark hoffe. Professor Snapes Aufsatz brauchst du Zaubertränke und Zaubergebräue. Ja, finde ich in der Zaubertrankabteilung. Ich weiß. Danke, danke. Und soweit ich weiß, ist das in der verbotenen Abteilung. Ups. Und zwar ganz hier hinten. Da. Da ist es. Es wäre so einfach gewesen. Das ist das Buch, das wir brauchen. Oh, hier steht, der Mondstein ist auch ein Wunschstein. Hermine? Oh nein, du musst den Aufsatz selbst schreiben. Vielleicht korrigiere ich ihn dann. Daher. Na dann. Und folglich. Und zusammengefasst. Hat sie ihn jetzt doch geschrieben? Gut, bringen wir den Aufsatz zu Professor Snape. Oh. Dankeschön. Meine Fresse. Wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass Snape mir hier die meiste Arbeit macht. Aber jetzt muss ich den erstmal wieder finden. Den Fraggle hier. Da. So. Auf, auf. Muss ich hier rein? Natürlich muss ich hier rein. Quatsch mit Soße. Nix Quatsch mit Wissensdurst. Du darfst eintreten, Harry. Thank you. Ich muss ja eh nach unten. Unten, ganz, ganz weit unten, weil Kerker und so. Also zumindest hoffe ich das. Manchmal verschwinden meine Füße hier einfach. Das ist voll seltsam. Muss ich überhaupt längs? Ja, muss ich, okay. Ah ja, ich muss bestimmt durch das Viadukt noch hin. Oh, ich weiß den Weg. Ich weiß den Weg sogar. Oh, ich bin voll begeistert. Also zumindest einen Weg kenne ich jetzt mittlerweile schon mal, weil ich den ja auch gefühlte 50 Mal jetzt schon gegangen bin. Entschuldigung. So. Ich glaube, dass sich dieses Ding hier Viadukt nennt. Weil das war doch, glaube ich, so eine Wasserleitungs-Dingsbums. Entschuldige mal. Sollten Sie die Gryffindors nach Hause schicken? Ja, ja, ja. Oh Gott. Oh, hier wird dann wieder schwindel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hey du. Professor Snape, hier ist mein Mondsteinaufsatz. Tatsächlich. Ja. Mal sehen, ob Sie zwischen Koboldstein und Mondstein unterscheiden können. Also gut, das ist annehmbar. Folgen Sie mir. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie sich bei Ihren Zugs nicht auf Miss Granger verlassen können. Da, verdammt nochmal. Darf ich ihm bitte irgendwann den Hals rumdrehen? Was meint er jetzt mit folgen Sie mir? Unterricht oder so? Soll ich da rein?
Soll ich irgendwas tun? So sehr ich auch Ihre Gesellschaft genieße, Potter, Sie sollten das Weite suchen. Er hat gerade gesagt, folgen Sie mir. Kannst du dich mal entscheiden, verdammt? Oh nein, 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 nein. In unserem Geheimraum gibt es jede Menge neue Sachen, Harry. Wundervoll. Danke. Nein, danke. Sie sollten das Weite suchen. Wo muss ich denn dann jetzt hin? Was muss ich denn noch tun? Muss ich noch irgendwas tun? Cho Chang. Warum muss ich zu Cho? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal zu ihr. Ich nehme an, wenn ich hier alle Personen abgeklappert habe, dann werde ich vielleicht endlich... Ui. Werde ich vielleicht endlich einmal weiterkommen. Was machen deine Halluzinationen? Sei still. Echt mal. Muss ich da noch irgendeinen Zauber lernen oder so? Oder beigebracht? Oder Gedingsen, gebumsen? Ich bin froh, Füße. Dass Professor Snape unser Hauslehrer ist. Stellt euch vor, wir werden dieser alten McGonagall ausgeliefert. Ausgeliefert ist das richtige Wort. Bei der dürftet ihr nämlich keine Scheiße mehr bauen. Beziehungsweise, man darf sich bei ihr im besten Fall einfach nur nicht erwischen lassen. Ansonsten passt das schon. Ich finde McGonagall sowieso eine der coolsten Lehrerinnen überhaupt. Neben Lupin natürlich. Wobei der ja leider nur ein Jahr lang Lehrer war. Möchtest du bitte daran vorbeigehen? Dankeschön. Aber ich finde gerade Lupin ist einfach... Dem ist das Lehrersein irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt, oder? Naja, abgesehen davon, dass sowieso jeder gesagt hat, dass er der beste Lehrer in Verteidigung war, den sie jemals hatten. Ein toller Tag zum Lernen. Nein. Kein Bock zum Lernen. Los, geht er hoch. Noch weiter, okay. Nein, nein. Treppe, bei Fuß. Fünfter Stock erst, meine Fresse. Ja, vom Kerker hoch in den siebten Stock gehen, ne? Das ist schon ein ganzes Stück. Nein. Ich muss dir ein paar Sachen in unserem Geheimraum zeigen. Die anderen brauchen nicht mitzukommen. Mirte, du wiederholst dich. Ich will nicht. Nein, danke. Ich erzähl alles, Mr. Filch. Der hört es sich an, als hätte er so einen Berliner Akzent. Ich erzähl alles, Mr. Filch. Ich mich auch. Was zum? Bin ich denn jetzt blöd? Wo muss ich denn hin? Füße? Hier runter oder was? Und dann darüber. Ja. Toll, jetzt ist die Treppe nämlich gerade weg. Nein, danke, ich möchte da nicht rein. Ich möchte gerne hier rüber. Und das, wenn es geht, heute noch. Dankeschön. Zumindest wusste ich jetzt einmal kurz ansatzweise, wie es weitergeht. Und jetzt weiß ich es schon wieder nicht mehr. Es ist zum Verrücktwerden. Ach so, ich hatte übrigens noch irgendwie einen Tipp bekommen. Wo sind meine Füße jetzt schon wieder hin? Hallo? Ich gehe jetzt einfach in den Raum der Wünsche fertig. Scheiß auf meine Füße. So. Wo ist Cho? Da ist Cho. Hallo? Du, mit dir muss ich quatschen. Wusstest du, dass Ginny Weasley und Michael Corner zusammen sind? Was bringst du uns heute bei? Das ist die letzte Stunde vor Weihnachten. Kannst du uns was Lustiges beibringen? Ich kenne nur die Zauberformel. Kannst du Levi Corpus aufblättern, Hermine? Gut, hier steht, man soll den Zauberstab in die Luft heben und so bewegen. Levi Corpus! Okay, Cho. Oh. Sieh her. Das hat anscheinend aber nicht funktioniert, ha? Levi Corpus! Mach weiter! Wuhuhuhu! Mach weiter! Vorsicht! Toller Zauber! Ich glaub dir ja, Harry. Das war schon ganz gut. Voll okay, geil. Das war wirklich schlecht. Aber du schaffst das. Die anderen Zauber hast du schließlich prima hinbekommen. Das hast du gesehen? Ja. Los, zeigen wir es den anderen. Bleib, Harry. Ich möchte mit dir reden. Ist alles in Ordnung? Du bist ein richtig toller Lehrer, Harry. Mistel. Böse, böse Mistelzweige. Es geht weiter. Ja, endlich.
Harry, Harry! Ron, dein Daddy! Schnell! Wir müssen zu McGonagall! Harry, was ist los? Kann ich jetzt nicht erklären. Wir müssen McGonagall finden. Los! Okay. Sekunde. Hä? Warum steht hier McGonagall nicht drauf, wenn ich die finden muss? Muss ich jetzt zu Dumbledore? Ist sie bei Dumbledore? Lauf zu Dumbledores Büro. Okay, dann mache ich das doch. Oh, ah nein, steck den Zauberstab weg. Harry. Ach Gott, egal. Okay, suchen wir... Wo wollen Sie zu solch später Stunde denn noch hin? Rons Dad wurde von einer Schlange angegriffen. Harry hat im Schlaf geschrien. Ich hab nicht geträumt. Mr. Weasley wurde verletzt. Ich hab's gesehen. Beruhigen Sie sich erstmal. Ich glaube Ihnen, Potter. Sie und Mr. Weasley gehen jetzt sofort zum Büro des Direktors. Ich hole Ginny und ihre Brüder. Los jetzt. Die Zeit drängt. Das ist ja los, geil. Harry. Laufen wir zu Dumbledores Büro. Los, wir müssen McGonagall finden. Sie steht einfach direkt vor der Tür, ey. Das ist so geil. Okay, aber endlich geht's weiter. Das ist schon ein bisschen gruselig, muss ich ja sagen, ne? Aber... Was denn? Nein, hier. Da. Ist richtig. Ach, jetzt sind einfach alle Türen zu. Außer die, die ich brauche wahrscheinlich. Hallo? Treppe? Ey, ich hab's eilig. Ich bitte dich. Du hast gesagt, wir müssen uns beeilen. Ja, die Treppe will nicht. Was kann ich dafür? Ich beeile mich doch. Nein, Arthur. Wir müssen ihn retten. Wohin so eilig? Ey, komm. Da liegt jemand im Sterben, ja? Oh. Phineas, gehen Sie schnell zu Ihrem Porträt am Grimaud-Platz. Sagen Sie Bescheid, dass Arthur Weasley schwer verletzt worden ist. Professor, bitte. Was ist bloß los mit mir? Herr Direktor, Sie wünschten mich zu sprechen. Ja, Severus. Ich befürchte, wir können nicht bis morgen warten. Potter, kommen Sie mit mir. Professor? Los, Potter. Fuchs wird zu Molly fliegen. Wir haben dafür gesorgt, dass Ihr Vater von den richtigen Leuten gefunden wird. Die Aussprachen Warum der Namen, ey. Was? Sie sind hier, um Oklumentik zu lernen. Die magische Verteidigung des Geistes gegen das Eindringen von außen. Es gibt eine Verbindung zwischen Ihnen und dem dunklen Lord. Sie müssen lernen, das zu kontrollieren. Sie meinen, er kann meine Gedanken lesen? Lesen, kontrollieren, manipulieren. Wenn er sich der Verbindung bewusst wird, können Sie sich nur mit Oklumentik schützen. Ich dringe in Ihre Gedanken ein. Legilimens. Dringe Snapes Zauberstab zurück. Wow. Mehrfach im Gegensatz. Sie hören nicht zu. Sie werden versagen. Ich muss ja erstmal rausfinden, was ich tun muss, verdammt nochmal. Wenn du mir nicht sagst, was ich machen muss, muss ich es halt selber rausfinden. Witzbold. Snape aus meinen Erinnerungen verdrängt. Sehr schön. Hau ab. Geh weg. Geh aus meinem Kopf raus. Ich will dich nicht in meinem Kopf haben. Bingo. Interessant, dass ich die erste Stunde auf Dominic jetzt auch noch direkt habe. Aber ganz ehrlich, die Namen, ne? Wie Dumbledore die Namen ausgesprochen hat. Phineas und Severus. Ganz fürchterlich. Ganz, ganz, ganz fürchterlich. Da bin ich ja sowieso so ein Allergiker gegen. Was zum Henker geht denn mit dir ab, ey? Willst du bitte endlich mal verschwinden? Wie oft muss ich das denn noch machen hier? Na, meine Güte. War ja hartnäckig. Nicht übel, Potter. Für den ersten Versuch war es nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte. Muss ich viele Stunden nehmen, Sir? Wie es scheint, teilen Sie die Gedanken und Gefühle des dunklen Lords. Eine solche Verbindung muss um jeden Preis unterbrochen werden. Sie dürfen an nichts mehr denken. Entledigen Sie sich aller Emotionen. Puh. Yay! Weihnachten! Puh.
Voll schön. Also Weihnachten bei Zauberern, ey. Oh, Sirius! Du solltest bald nach Hogwarts zurückkehren. What? Bevor du gehst, schau noch mal bei deinen Freunden vorbei. Sag Arthur Bescheid, wenn du gehen möchtest. What? Was geht mit dem ab? Als ob Sirius mir sagen würde, du solltest bald nach Hogwarts zurück... Bullshit! Was geht mit... Okay, Remus, quatsch Harry, mit mir. Wie geht's? Gut. Die Sache mit Mr. Weasley muss schlimm für dich gewesen sein. Wir sind froh, dass du uns warnen konntest. Ansonsten wäre alles viel schlimmer gewesen. Ja, das, ja. Und Tonks, wie geht's dir? Tag, Harry. Tonks, wie ist die Arbeit so als Auror? Ich möchte auch mal Auror werden. Nun, jede Menge harte Arbeit. Aber ein Jäger schwarzer Magier zu sein, hat seine Vorteile. Nur sei gewarnt, man muss eine ganze Menge lernen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde mich ja hier mega gern einfach mal ein bisschen umschauen. Ich meine, das ist der Grimmel Place. Ich will einfach gerne mal wissen, wie es hier so, ist. Kann ich hier hoch? Was ist denn Arthur überhaupt? Uah! Dafür, dass es so ein nobles Haus sein soll, sieht es aber ganz schön verfallen aus. Ich meine, klar, es ist uralt, aber... trotzdem. Komische Troll-Dingsständer hier, Schirmständer, was auch immer. Ach warte, da komme ich hier, richtig? Kann ich jetzt hier hoch? Juhu! Oh mein Gott, was geht? Ist das... Ach so, ich dachte, das wären diese komischen Hauselfen. Oh mein Gott, da habe ich mich erschrocken. Heilige Scheiße. Oh mein Gott, mein Herz. Oh, diese Frau bringt mich noch ins Grab. Meine Fresse. Kann ich hier rein? Lass mich doch hier rein. Oh mein Gott. Jetzt habe ich gar nicht gehört, was die gesagt hat. Warte, ich gehe nochmal auf die Züge. Ach, das ist ja noch harmlos. Voll gut. Oh Gott. Oh. Ich krieg einen Herzinfarkt noch, ey. Oh. Hallo. Ich sehe nichts. Hast du Creature gesehen? Ich wollte ihm sein Weihnachtsgeschenk geben. Nein, habe ich nicht. Hallo. Hallo, Harry. Hör mal, Kumpel, wegen meines Dads. Ich weiß, es tut mir leid. Wieso leid? Du hast ihm das Leben gerettet. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ihn verletzt. Das kann nicht sein. Hermine behauptet doch immer, dass man in Hogwarts nicht apparieren oder disapparieren kann. Du kannst es nicht gewesen sein. Ich muss ja zugeben, diese ganzen Bedenken, die Harry die ganze Zeit immer hat... bezüglich, dass er der Meinung ist, dass er der Angreifer ist und so weiter und so fort. Mit der Zeit geht einem das ja so ein kleines bisschen tatsächlich auf die Nerven. Oh, was? Ist da Seidenschnabel drin? Da ist bestimmt Seidenschnabel drin. Cool. Aber ich kann hier in keinen Raum rein, das ist schon ein bisschen schade. Ich kann es zwar so ein bisschen erkunden und mich zu Tode erschrecken lassen, aber mehr geht leider nicht. Und jetzt weiß ich noch gar nicht, wo Arthur ist. Ich will Sirius finden. Wo ist Sirius? Ja. Du mich auch. Dankeschön. Wo komme ich denn hier hin? Da komme ich wahrscheinlich... Ach doch, hier komme ich... Oh. Hallo. Das fürnehme und gar alte Haus der Blacks. Lestrange. Sie sitzen in Azkaban. Ich wohnte hier, bis meine Mutter mich rauswarf. Ich hasste sie alle und zog bei deinem Vater ein. Hast du Creature irgendwo gesehen? Er ist jetzt schon längere Zeit verschwunden. Er hat doch nicht etwa das Haus verlassen. Er mag mich vielleicht verachten, aber dazu braucht er immer noch meine Erlaubnis. Nein, er treibt sich hier irgendwo rum. Ich suche ihn besser.
Also mal ganz ehrlich, die Geschichte von Sirius mag hier vielleicht ein bisschen kurz geraten sein, aber die Tatsache, dass die auch noch komplett verändert wurde, finde ich jetzt ein bisschen hart. Er ist nicht rausgeworfen worden, sondern er ist von zu Hause abgehauen, von sich aus, weil er es da nicht mehr ausgehalten hat. Ich weiß nicht, also ja, Mano. Es ist ein Spiel, ist klar, dass das hier alles nicht so umgesetzt wird, wie es vielleicht eigentlich hätte getan werden sollen. Aber selbst in den Filmen kam diese ganze Geschichte schon viel zu kurz. Und dann finde ich es ein bisschen schade, dass es in den Spielen auch so überhaupt nicht aufgegriffen wird. Naja, kann man halt nicht ändern. Ich finde es nur auf jeden Fall sehr, sehr schade. Entschuldigung, das ist mein Hals. Der macht manchmal komische Geräusche. Was machst du da, Ginny? Creature versteckt Sachen, damit wir sie nicht wegwerfen können. Mom hat mir aufgetragen, hier nach den übrigen Sachen zu suchen. Sei vorsichtig, in diesem Haus gibt es ein paar wirklich gefährliche Sachen. Richtig. Nach was zu suchen? Aktion! Bingo. Ich bin so müde. Vorsicht, Harry! Mal sehen, was da noch so ist. Sieh dir das an. Geht nicht auf. Mal sehen, was da noch so ist. Jenny, war keine Absicht. Und was mache ich jetzt mit denen? Hier ist nichts mehr. Ist hier noch irgendwas? Sieht jetzt nicht so aus, als wenn ich. Ich glaube, es ist unmöglich, hier Ordnung zu schaffen. Ja, das glaube ich auch. Wartet mal, kann ich nicht so meine Ziele verändern? Ja, genau. Funktioniert aber irgendwie nicht mehr. Will also heißen. Bis später, Harry. Bis dann. Vergiss nicht. Wir müssen fertig sein, wenn der fahrende Ritter kommt. Klar. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo Arthur ist. Wo finde ich den denn? Es geht. Haha. Okay, ich gehe einfach nochmal nach unten. Vielleicht sehe ich den da irgendwo. Ach, der war doch bei dem Weihnachtsbaum. Saß der doch irgendwo, oder nicht? Bin ich denn jetzt ganz blöd? Harry will nicht rennen. Das tut mir leid. Vielleicht hat er Angst, dass er die Treppe runterfällt. Wer weiß. Da ist er. Ach Gott. Ich suche den im ganzen Haus und hier unten steht er rum. Na gut. Dann gehe ich jetzt mal noch nach Hogwarts zurück und oh, dann muss ich auch schon wieder beenden. Geht es Ihnen gut, Mr. Weasley? Aber klar doch, Harry. St. Mungo war eine interessante Erfahrung. Ein Heiler im Praktikum hat mir ein paar alte Muggelheilmethoden gezeigt. Sie nähen Wunden mit Fäden zusammen. Faszinierend. Was ist bei dem Angriff wirklich geschehen? Es ist ganz einfach. Ich hatte einen langen Tag, bin eingedöst, jemand hat sich angeschlichen und zugebissen. Bist du bereit für die Schule? Ja, es kann losgehen. Du solltest mit Sirius sprechen. Er wartet im Gobelinzimmer auf dich. Im Gobelinzimmer? Ich habe doch schon mit ihm gesprochen. Na gut. Ich habe ja nichts dagegen, nochmal mit Sirius zu sprechen. Ganz im Gegenteil. Warum läuft er diese verkackte Treppe nicht einfach mal hoch? Wenn meine Herrin wüsste, dass Ungeziefer ihr Haus verpestet, würde es ihr das Herz brechen. Ich hab Creature gefunden. Meine Mutter hatte kein Herz. Jetzt hau ab, Creature. Wie immer der Herr sagt. Fiese Ratte. Mein Gott. So, wird Zeit für dich nach Hogwarts zu gehen.
Ständig müssen wir uns verabschieden. Es wird natürlich nicht immer so bleiben. Harry, du bist ein guter Mensch. Harry, es ist Hagrid, er ist zurück! Hagrid, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ach, ist ein bisschen kompliziert, weißt du? Was ist los, Hagrid? Kann nicht weg, ohne jemanden von ihm zu erzählen. Von wem? Kann ihn nicht einfach so zurücklassen. Grob ist doch mein Bruder. Nun, Halbbruder. Grobby, böser Junge. Darf ich vorstellen? Hermine. Hermine! Wow. Also mal ganz ehrlich, dafür, dass in den letzten Parts wirklich so gut wie gar nichts passiert ist, bei mir ist jetzt wirklich Harry, umso mehr passiert. Du musst zu Snapes Büro. Du hast doch jetzt Oklumentik. Danke, dass du mich daran erinnerst. Okay. Gut. Dann beende ich den Part an der Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall hat es sehr gefallen, dass es jetzt endlich mal weitergeht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was als nächstes kommt. Ich mache mich dann im nächsten Part auf zum Oklumentik-Unterricht. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Ich würde sagen, bis dahin. Ciao.